Das erste Mal seit dieser beginnenden Massenmigration im Jahr 2015 gibt der österreichische Spitzenpolitiker zu, dies alles ist geplant und auf EU-Ebene vorab besprochen. Man möchte 70 Millionen Einwanderer in den nächsten Jahren nach Europa schleusen. Die Beweise dafür sehen Sie jetzt in diesem Video. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Regierungsvertreter, hochgeschätzte Vertreter aus Verwaltung, Medien, liebe Zuhörer. Die UN, die EU und Teile der Nationalstaaten arbeiten konsequent an der Umsetzung dieser politisch gewollten und international geplanten Migrationsagenda mit dem Ziel, 3,5 Millionen Migranten in die Europäische Union schleppen zu lassen. Denn nichts anderes tun die sogenannten NGOs zusammen mit der EU-Grenzschutzbehörde Frontex aktuell seit 2 Jahren. Sie machen das Migrationstaxi. Ich darf einleiten mit einer Seite, so wie es vorgesehen ist, in der Geschäftsordnung. Eine UN-Studie mit dem Titel Replacement Migration, übersetzt laut Langenscheid-Wörterbuch Ersatz- oder Austauschmigration, man könnte es vielleicht auch Bevölkerungsaustausch nennen, gibt von oben herab diese Agenda vor. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben die Schriftstücke original alle ausgedrückt bekommen. Laut EU sind 70 Millionen Einwanderer in den nächsten 20 Jahren vorgesehen. Das hat der dementsprechend dafür zuständige Kommissar für Migration laut kleiner Zeitung von 3.12.2015 gesagt, und dort ist es in der Form auch gestanden. Ich komme gleich zu meiner Frage. Abschließend noch, das Deutsche Bundesamt für Migration spricht davon, die sogenannten Resettlement-Flüchtlinge, Resettlement heißt Wiederansiedelung oder Umsiedelung, ohne Asylverfahren aufnehmen zu wollen. In dem Kontext des Lichtes, das sich hier auf Basis von Fakten, die Ihnen allen vorliegen, ergibt, hochgeschätzter Landeshauptmann, folgende Frage. Wie schätzen Sie die aktuellen Entwicklungen, beziehungsweise jene seit 2013, unterlegt durch statistische Daten ein, was Gewalttaten, insbesondere Vergewaltigungen, Einbrüche, Überfälle und Gewaltpotenzial beziehungsweise Integrationswillen, Arbeitslosigkeit von Asylwerbern und Asylberechtigten, die auch aufgrund einer thematisierten, politisch gewollten Massenmigration in unserem Bundesland kommen, betrifft. Herr Landeshauptmann, ich bitte die Anfrage zu beantworten. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich verurteile jede Vergewaltigung, jeden Einbruch, jeden Überfall. Ich bedauere es, dass es Gewaltpotenzial in der Gesellschaft gibt. Ich werde dafür kämpfen, dass es so wenig als nur möglich Arbeitslosigkeit gibt. Von einer politisch gewollten Massenmigration kann ich mich distanzieren, weil sie nicht politisch gewollte Massenmigration ist, sondern eine politisch auch von Europa mit verursachte Migrationswelle ist. Dankeschön, Herr Präsident. Herr Landeshauptmann, Sie haben in Ihrer Anfragebeantwortung gesagt, es gibt keine politisch gewollte Migration. Ich verweise auf den Artikel der Kleinen Zeitung und meine Zusatzfrage geht an den Satz, der da drin steht, Europa braucht mehr als 70 Millionen Zuwanderer, wurde im Mai beschlossen, 2015, in einer EU-Migrationsagenda. Das hat gesagt, der Kommission, was ist jetzt die Frage? Das ist der Kommissionszuständige für Migration, die Frage ist, kennen Sie diese EU-Migrationsagenda? Das Schriftstück liegt Ihnen vor, ja oder nein? Herr Landeshauptmann, bitte um Beantwortung. Herr Abgeordneter, ich kenne diese Agenda. Sie wurde im Ausschuss der Regionen, wo ich Kärnten vertrete, besprochen. Die Beweise für diese gewünschte Massenmigration sind nicht zu leugnen. Es muss endlich Schluss sein, gegen die absolute Masse der Bevölkerung Politik zu machen. Die Mehrheit der Menschen in Österreich und in Kärnten wünscht diese Massenmigration nicht und vor allem auch die damit einhergehenden massiven Probleme. Demokratie ist, den Willen der Bevölkerung umzusetzen, nicht
als abgehobene Elite zu tun, was man für richtig hält. Thank you.